Geht ja gerade politisch heiß her mit den Europawahlen, aber auch schon vorher, eine Woche vorher, hat der Expertenrat für Klimafragen ja auch schon gewarnt, dass Deutschland beim Klimaschutz, oh Wunder, nicht auf Zielkurs ist. Und wir sehen als Energieeffizienzbranche, dass in der Politik immer gerne über die Dekarbonisierung des Energieangebots gesprochen wird, aber bei der Nachfrage, also der Gebäudesanierung beispielsweise, aber auch der Energieeffizienz in der Industrie, wir hatten vorhin auch schon das Thema Vorbildrolle öffentliche Hand. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein sollten. Wir haben das selber auch, das sehen wir jetzt gleich mal kurz auf der nächsten Folie, mal untersuchen lassen. Wo sind wir denn eigentlich, was die Ziele für 2030 betrifft? Also das sind ja jetzt 6, 7 Jahre noch, die wir haben, 6 Jahre noch, um diese Ziele für 2030 zu erreichen. Und da könnte man jetzt positiv sagen, okay, da sind wir irgendwie auf einem guten halben Weg. Ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre. Ja, aber wir müssen bis dahin halt noch aufholen. Und das sind Energiemengen, die in der Größenordnung mehreren Großkraftwerken entsprechen. So, die gute Nachricht ist aber, wir können durch relativ einfache Energieeffizienzmaßnahmen auch Kraftwerke einfach einsparen. Ne? Durch Stromeffizienz, in Haushalten, in der Industrie, viele andere Dinge auch. Das könnten wir machen, aber die Politik müsste, und deswegen haben wir diesen Hebel da aufgezeigt, eben auch den Hebel wirklich eben auch in die Hand nehmen. Genau, die Energiesparziele sind ja auch nicht mehr unverbindlich, die sind seit diesem Jahr auch erstmals verbindlich. Aber wenn die nicht erreicht werden, dann ist das aus mehrerer Hinsicht schlecht. Das erste heißt natürlich beim Klimaschutz, fehlt uns Tempo, da müssen wir deutlich schneller voranbekommen. Es schadet auch unserer Wettbewerbsfähigkeit. In der Energieeffizienzbranche arbeiten über 600.000 Menschen. Das ist mehr als jemals in der Steinkohle gearbeitet haben in Deutschland. Und klar, wenn Energie nicht so produktiv wie möglich genutzt wird, dann ist das natürlich auch teuer für Verbraucher und auch für Unternehmen. Und wir riskieren eben auch, die letzte große Energiewendeindustrie in Deutschland und in Europa zu verlieren, nämlich die Energieeffizienzbranche. Jetzt aber die gute Nachricht, weil wir ja vorhin gesagt haben, der Problembär, der soll draußen bleiben. Wir sind Spitze bei Energieeffizienzlösungen in Deutschland, aber viele von den Produkten, ja, die liegen halt eben in den Regalen. Es gibt Unternehmen, die planen Kurzarbeit und Freistellungen, weil sie eben keine Abnahme finden. Und darum ist die Politik gefragt und darum fragen wir auch euch heute als Politik, wie geht es schneller, wie geht es besser voran, wie geht es endlich los, wie bringen wir Energieeffizienz in Gebäuden, in der Industrie voran, wie nutzen wir Abwärme und wie entfesseln wir auch professionelle Dienstleistungen, also was muss eigentlich getan werden, damit der Markt es regeln kann. Wie gelingt hier der Markthochlauf? Wie kommen wir raus aus der Krise? Wie kommen wir ran an die Umsetzung? Wie kann eine Skalierungsoffensive aussehen, die das möglich macht? Ja, oder müssen wir vielleicht auch als kleine Nachlese an die EU-Wahlen, vielleicht sogar auch mit einer Rolle rückwärts beim Klimaschutz rechnen. Wir hoffen natürlich nicht und wir hoffen, dass der Green Deal eben nicht wackelt. Und ich freue mich auf eine Diskussion mit hochrangigen Köpfen der Parteien SPD, CDU und Grün. Das ist einmal Emily Bühning, politische Dreierrunde. Ja, machen wir doch so. Genau, ja, genau. Ich wiederhole mich nochmal. Emily Bühning ist politische Bundesgeschäftsführerin bei den Grünen. Kevin Kühnert, Generalsekretär bei der SPD und auch Mitglied im Bundestag. Deswegen müssen wir ein bisschen früher enden, so etwa Viertel nach, los zu einer Abstimmung, die sogenannte Alternative für Deutschland im Bundestag beschert hat. Und Andreas Jung, langjähriger stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im Präsidium der CDU, oder stellvertretender Vorsitzender sogar, richtig? Genau. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, schon vor der Wahl, aber jetzt auch nach der Wahl, wir sind schon wieder so halb im Wahlkampf. Und wie geht ihr da mit dem Thema Klimaschutz um? Es wird ja oft so ein bisschen der Eindruck auch verbreitet, die Bürgerinnen und Bürger, die möchten mit Klimaschutz am liebsten in Ruhe gelassen werden. Und wie schaffen wir es da, das Erreichte, beispielsweise jetzt auch beim europäischen Green Deal, zu sichern? Möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, also wir können nicht nachlassen beim Klimaschutz, wir können nicht nachlassen bei Energieeffizienz, beim Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben gesehen, beim Netzausbau natürlich auch zentral, wir müssen vorankommen. Es gibt internationale Verpflichtungen und darüber hinaus gibt es auch einfach die Notwendigkeit, um unsere Wirtschaft hier in Deutschland und in Europa auch zukunftsfähig zu halten, wettbewerbsfähig zu behalten, müssen wir vorankommen. Wir sehen, dass die USA investieren, wir sehen, dass auch in China es vorangeht und im europäischen Markt muss es einfach auch vorangehen. Wenn wir hier auch langfristig auch die Unternehmen halten wollen, dafür müssen wir weiter vorankommen. Das ist ganz zentral.
für auch die Zukunft Deutschlands und Europas. Insofern sagen wir ganz klar, wir müssen da weiter vorankommen. Wir müssen gleichzeitig auch gucken, weil Sie haben es ja gesagt, es ist so, dass es eine Müdigkeit gibt, dass es auch viele Sorgen gibt, die die Menschen umtreiben. Und die Bereitschaft, jetzt sozusagen noch mehr zu verändern, sich wieder sozusagen darum zu kümmern, ist einfach niedriger geworden, als sie auch in der Vergangenheit war. Und das heißt, wir müssen gucken, wie können wir die Menschen auch dabei, wie können wir die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, dass sie Maßnahmen auch bei sich zu Hause auf den Weg bringen, was zum Beispiel Energieeffizienz angeht. Wie können wir auch insgesamt natürlich auch die Unternehmen darin unterstützen, weil wir sehen natürlich, dass es da auch gerade große Herausforderungen gibt, dass es viel Investitionsbedarf gibt. Und das müssen wir auf den Weg bringen und da sagen wir, das braucht es, da braucht es auch Mittel für. Und da werden wir natürlich jetzt in diesem Jahr natürlich noch im Sommer auch viel zu diskutieren, aber dann darüber hinaus natürlich auch für den nächsten Wahlkampf ist das schon klar, dass wir da weiter vorankommen können und dass das ein wichtiges Ziel sein muss. Ich nehme so ein bisschen mit, dass wie ist noch eine Frage und da sind alle noch so ein bisschen in der Beantwortung. Andreas Jung, geht es der Union da ähnlich oder? Na, also erstens, die Frage war ja erstmal, was das Ziel angeht. Ja. Mit diesem Ziel sind wir klar. Ja. Ich will mal sagen, alle drei Parteien, wie wir hier sitzen, wir haben in der Großen Koalition beschlossen, Klimaneutralität 2045, weil Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist. Bei uns ergibt sich das auch aus unserem C, aus unserer Wertüberzeugung. Den Grünen war es damals zu spät, der FDP zu früh. Die Ampel hat das Ziel übernommen. Wir haben ein gemeinsames, breit getragenes Ziel dieser Parteien jetzt 2045. Damit sind wir ehrgeiziger als die EU. Das heißt, wir haben ein besonderes, auch deutsches Interesse daran, dass die EU mindestens bei diesem Ziel bleibt. Wir wollen der erste klimaneutrale Planet werden. Ursula von der Leyen ist mit einem klar. Wir haben nur einen Planeten. Das erste klimaneutrale Land. Ja. Ja. Nur ein bisschen freudscher Versprecher. Ja. Wir wollen der erste klimaneutrale Kontinent werden, weil wir nur dann auch ein klimaneutraler Planet werden. Und wir haben in unserem Grundsatzprogramm, nämlich gerade Ihren dankenswerten Hinweis auf, haben wir es so formuliert, wir haben gesagt, wir sind 1% der Weltbevölkerung. Wenn wir 1% der Weltbevölkerung, aber immerhin 2% in Deutschland des CO2-Ausstoßes und wir haben den Anspruch, wir wollen zu 20% zur Lösung beitragen mit Technologien für die Welt. Und das ist schon die Antwort auf die nächste Frage. Wir müssen es so machen, dass wir Klimaschutz unbedingt zusammenbringen mit wirtschaftlicher Entwicklung, mit Industrie und Mittelstand, mit sozialer Akzeptanz. Darf nicht die Akzeptanz verloren gehen, sonst werden wir nämlich auch nicht klimaneutral. Dann gehen Wahlen noch mal ganz anders aus. Man kann es in Frankreich leidvoll sehen. Und deshalb ist es unsere verdammte Pflicht, es so hinzubekommen, dass wir Klimaschutz, Soziales und Wirtschaft zusammenbringen. Das steht in der EU an, das ist unsere Aufgabe hier und da ringen wir alle um die Konzepte. Da sehe ich, ja schon wieder breite Koalitionsmöglichkeiten. Das teilt die SPD wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich muss das nicht wiederholen, weil Andreas Jung hat völlig recht in der Zielstellung. Sind wir da auf einer Linie. Wir sind ja auch hier, um es politisch am Ende zu bewerten. Und mir ist wichtig als Beobachtung, etwas zu teilen, was der Soziologe Steffen Mau im letzten Jahr rausgearbeitet hat. Er hat sich ja mit einem großen Forschungsprojekt der Frage, sind wir eigentlich, wie wir so oft in Talkshows behaupten, eine gespaltene Gesellschaft, ja oder nein, beschäftigt, hat das erforscht, hat ein Buch, heißt Triggerpunkte, kann ich sehr empfehlen, darüber rausgebracht und ist letztlich zu dem Schluss gekommen, in den vielen Themenbereichen, in denen wir glauben, gespalten zu sein als Gesellschaft, Migration, aber eben auch Klimaschutz, Gerechtigkeit und so weiter, sind wir, was die Zielstellung angeht, nicht gespalten. Das sind alles Ziele, die von 80% oder mehr der Menschen in unserem Land verfolgt werden. Die sagen alle, wir wollen klimagerecht miteinander leben, wir wollen friedlich miteinander leben, wir wollen, dass soziale Ungerechtigkeiten bekämpft werden. Die vielleicht nicht Spaltung, aber Polarisierung, die finden auf der Maßnahmenebene statt. Und da setzt, finde ich, unser Geschäft in der Politik ein, sich zu fragen, ist der Mitteleinsatz richtig? Wenn wir ein begrenztes Maß an Zeit haben, 20 Jahre, bis unser gesetztes Ziel der Klimaneutralität erreicht werden muss, wenn wir so wenig Zeit haben und begrenzte Ressourcen, auch wenn, glaube ich, einige von uns hier denken, die Ressourcen könnte man auch üppiger ausstatten, um die Ziele zu erreichen. Wie muss
Effizienz ist das Stichwort, ein effizienter Mitteleinsatz, auch politischer Art aussehen, um die Ziele zu erreichen. Und da braucht man 3 Tage, 4 Tage nach einer Europawahl jetzt auch nicht drum rumreden. Ich bin dafür, wir müssen mal offen drüber reden. Es hat ein paar Maßnahmen der Politik in den letzten Jahren gegeben, die haben uns in der Akzeptanz zurückgeworfen einfach, weil die zu Chiffren geworden sind für einen inadäquaten Mitteleinsatz, für viel Tamtam auf kultureller Ebene, aber auch wirtschaftliche Erfordernisse gegenüber Privathaushalten und anderen. Das Heizungsgesetz in seiner Ursprungsfassung ist nur das bekannteste, aber längst nicht das einzige Modell dafür. Und wir werden uns zusammenreißen müssen in den politischen Diskussionen untereinander, nicht noch mehr Kapital zu verspielen, nicht noch mehr Porzellan zu verdeppern, wenn es darum geht, die Akzeptanz für das Ziel zu wahren, aber gleichzeitig die Leute nicht bei den Maßnahmen zu verlieren. So würde ich die Aufgabenstellung für uns in den nächsten wenigen Jahren hauptsächlich erstmal beschreiben. Okay. Aber auch das klingt ja jetzt noch so ein bisschen nach einer Fact-Finding-Mission. Ne? Also wenn man halt sagt, okay, die Maßnahmen, die man gewählt hat, da war der Mitteleinsatz nicht effizient. Was ist denn der effizientere Mitteleinsatz? Ich habe auch von allen euren Parteien auch schon mal das Stichwort Efficiency First gehört. Was bedeutet das für euch? Möchtest du anfangen? Ja, Efficiency First. Wir haben in unserem Grundsatzprogramm 4 Säulen beschrieben. Was ist unser Weg für die Energie der Zukunft? Klimaneutralität. 1. Säule Energieeffizienz. Dann Erneuerbare, Wasserstoff, CO2-Abscheidung. Also erstmal die Frage der Priorisierung. Beste Energie ist die, die wir nicht brauchen. Wie erreichen wir das? Und da beginnt die Debatte und die ist zu führen über den richtigen Weg. Wir halten den Ansatz beim Heizungsgesetz mit zu viel Regulierung für falsch. Wir glauben, dass man darauf aufbauen muss, wo wir gemeinsam übrigens in dieser Konstellation Vermittlungsausschuss 2019, Große Koalition und Grüne 2019 vieles auf den Weg gebracht haben, nämlich 1. CO2-Bepreisung, schrittweise, um die Akzeptanz zu erhalten, schrittweise, aber dann ein verlässlicher Aufwuchs, jetzt die Kombination mit Europa und mit Rückgabe. Nicht nur Versprechen Klimageld, sondern tatsächlich Mittelrückgabe. Das ist der Rahmen, CO2-Bepreisung. 2. eine verlässliche Förderung. Es ist in den letzten 2 Jahren viel Porzellan zerschlagen worden. Die Förderung muss verlässlich sein. Und dann 3. eine Steuerförderung. Wir haben die Steuerförderung seinerzeit eingeführt für die Gebäudesanierung. Die muss verbessert werden, etwa auch für Vermieter, etwa auch für Gewerbeimmobilien. Und da sollten wir als Antwort auf den IRA nichts kopieren, aber als Antwort auf den IRA wirklich eine Boosterförderung, eine Superförderung machen. Haben wir lange gefordert. Ihr habt es im Koalitionsvertrag drin, jetzt muss man es umsetzen. Und das wären mal 3 Maßnahmen. Das meint diese Investitionsprämie, die dann hinterher nicht kam? Oder was wäre das konkret? Nein, das ist die Steuer. Wir haben ja die Steuerförderung bei der Gebäudesanierung und wir haben in der Großen Koalition so eine Supersteuerförderung für digitale Wirtschaftsgüter gemacht. Und das hat richtig gezogen. Und es war damals schon die Debatte, schaffen wir das auch für Klimaeffizienz, für Energieeffizienz? War damals aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Das ist nicht der Blick zurück, aber das wäre das richtige Signal. Und alles 3, schrittweise CO2-Bepreisung mit Sozialausgleich, verlässliche Förderung, Boosterförderung, das sind Dinge, die wirken und die Akzeptanz finden. Und deshalb müssen das die Säulen sein und nicht kleinteilige Regulierung. Emily Bühne? Ja, was die Investitionen und die Förderung angeht, kann ich mich anschließen. Ich glaube trotzdem, und da gibt es, glaube ich, gewisse Dissens, und ich teile das, was beim GEG vor allen Dingen am Anfang auf dem Tisch lag und wie es dann auch sozusagen in der Debatte war, ein großes auch Problem nachhaltig für uns ist und für die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen generell und natürlich auch der Frage, wie man da vorankommen. Ich glaube, da braucht es auch die soziale Flankierung immer von Anfang an. Ich glaube, darüber hinaus braucht es aber trotzdem auch Regulierung. Es braucht klare Regeln und es braucht klare Pläne. Und da hilft es auch nicht, wenn man die immer wieder ändert. Also da muss man sich dann auch mal festlegen. Und es braucht Planungssicherheit da vor allen Dingen, was der Weg ist. Ich glaube, sowohl mit der Richtlinie auf EU-Ebene als auch mit jetzt der Umsetzung in Deutschland mit dem Energieeffizienzgesetz haben wir da zum Beispiel auch einen wichtigen Schritt, dass wir gesagt haben, wo wollen wir eigentlich hin, was sind die Ziele, auch die konkreten Ziele und was sind auch die Maßnahmen. Ich finde da auch im Hinblick darauf, wie kommen wir voran, die ganze Tatsache, dass wir auch klar sagen, auch der öffentliche Sektor muss da auch vorangehen und da müssen wir vorankommen, weil das natürlich dann auch, Sie hatten es angesprochen, hier im Raum ja auch eine große Branche und der öffentliche Sektor hat einfach auch viele zum Beispiel Gebäude, aber auch andere Einheiten, die wir eben, mit denen wir vorangehen müssen, wo wir reingehen müssen. Und darüber hinaus, wie schon gesagt, die
Förderwirkung, aber auch weiter auch die Akzeptanzbildung, auch die Werbung auch dafür, die Bürgerinnen da mitzunehmen, ganz klar, was können sie auch selber machen, was können wir da machen, und ein zentraler Faktor natürlich Industrie, Technologieförderung auch, dass wir da auch weiter vorankommen, weil über Digitalisierung und Technologie ist so wahnsinnig viel möglich, auch in dem Effizienzbereich und natürlich auch in der ganzen Frage, wie schaffen wir den erneuerbaren Hochlauf auch weiter, wie kommen wir da weiter voran. Wir sehen einfach, wir brauchen wahnsinnig viel Strom, um klimaneutral zu werden, müssen wir einfach auf den Ausbau auch der Erneuerbaren da ganz stark setzen. Wir haben und der Energieeffizienz, nicht vergessen. Ja, genau. Das habe ich ja als erstes gesagt. Jetzt war ich zum zweiten Punkt gekommen. Genau, also Energieeffizienz, zentraler Faktor, und dann eben natürlich aber auch weiter der erneuerbaren Ausbau, wo wir wichtige Schritte ja auch schon gemacht haben, wo wir tatsächlich auch einen Schalter umgelegt haben, wenn wir gucken, dass wir 55% des Stroms aus Erneuerbaren jetzt haben. Ist das ein richtiger Weg? Wir haben da, und ich glaube, da kann man auch nochmal rankommen, was sozusagen auch Vereinfachung von Regelungen angeht, auch für die Energieeffizienz wird ja auch viel darüber geklagt und immer wieder auch gesagt, so, ja, jetzt macht ihr Energieeffizienzziele und Regelungen für Gebäude, Neubau, für Sanierung, und da zu sagen, natürlich müssen wir gucken, dass wir schlankere Regelungen auch bekommen, dass wir auch die verschiedenen Ebenen miteinander abstimmen. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir an vielen Stellen haben wir EU, haben wir Bundes- und dann noch Landesregelungen, und es passt irgendwie manchmal auch nicht zusammen, und das wirklich gut zusammenzubringen, und ich glaube, da gibt es auch Mechanismen und Verfahren, wie wir das noch besser machen können. Wir haben das mit dem Solarpaket zum Beispiel beim Wirtschafts- und Klimaministerium ja mit einem Praxischeck einfach auch mal ein neues Konzept ausprobiert, wie man eigentlich es auch schafft, bürokratische Hürden zu verschlanken und zu vereinheitlichen. Und ich glaube, da ist auch wirklich noch Spiel drin, dass wir das weiter voranbringen. Das heißt aber hoffentlich nicht auch Standards wieder zurückzudrehen, ne? Weil das ist ja oft dann immer so ein bisschen hinter so einer Formulierung, wir müssen Bürokratie abbauen. Nee, ich glaube, man muss da eher vereinheitlichen. Und die Herausforderung, die wir ja auch sehen, ist, dass wir ganz oft an ganz vielen Stellen immer wieder nochmal was Unterschiedliches eingereicht werden muss. Und davon muss man halt wegkommen, dass es sozusagen eine Stelle gibt, wo auch die Maßnahmen, die Berichtspflichten etc. auch gebündelt werden, dass das eben digital auch funktioniert und dass man da eben auch einfach effizienter wird. Mhm. Okay. Was heißt für die SPD Efficiency First? Wir haben es im Wahlprogramm gelesen, wir haben Wahlprüfsteine gestellt, da steht drin, SPD-Bundestagsfraktion, auch Europa steht hinter Efficiency First. Dann wird aber im Weiteren hauptsächlich über Energieerzeugung gesprochen, und dann bin ich über einen Satz auch gestolpert, dass man halt eben beispielsweise bei Gebäuden nicht mehr das einzelne Gebäude betrachtet, sondern das Quartier oder sogar die komplette Kommune, ich weiß nicht mehr genau, was das Wording war. Quartiersansatz. Ja, genau. Kevin Kühnert, ich verrate es vielleicht mal, du bist ja auch Wahlkreisabgeordneter in Tempelhof-Schöneberg, wo ich auch lebe. Wir tauschen uns da ja auch manchmal aus. Ich habe manchmal den Eindruck, mit diesen Quartierskonzepten, die sind eher unwahrscheinlich. Warum sollte man da einzelne Eigentümer aus der Pflicht nehmen, dass sie halt sozusagen warten, bis sich irgendwie der Nächste und Übernächste irgendwie dazu herreißen lässt, ans Gebäude ranzugehen? Ist das ein Entweder-Oder, ist das ein Sowohl-als-auch für dich? Ja, der Quartiersansatz ist nicht für jedes Quartier etwas, aber es ist insbesondere dort etwas, wo ganze neue Quartiere entwickelt werden. Und das wird in Zukunft gerade in den Stadtrandbereichen und dort, wo wir die Flächen haben, um noch ganze Quartiere zu entwickeln, passieren. Das wird eine Rolle spielen rund um das, was wir im Gebäudeenergiegesetz in der Reform jetzt angelegt haben, nämlich mit der kommunalen Wärmeplanung, wo ja einfach nicht überall, aber mancherorts sich ergeben wird, dass eben auch eine gemeinschaftliche Versorgung in den Nachbarschaften ermöglicht wird über Fernwärme und dann auch an die Gebäude rangegangen wird in diesem Zusammenhang. Also das sind die Fallkonstellationen, in denen wir darüber sprechen und wo wir dann natürlich auch erwarten, dass sozusagen nicht auf jede letzte Stimme am Ende noch gehört werden muss, sonst wird es nicht funktionieren, sondern dass es dann auch ein überragendes öffentliches Interesse gibt an dieser Stelle. Also das umgekehrte Verfahren zu dem, was früher in vielen kleinen Kommunen der Fall war, wo rührige Leute von Tür zu Tür gegangen sind, um den Nachbarn zu erklären, wie man das gemeinschaftlich machen könnte, in der Hoffnung, dass sie mitziehen. Aber du legst ja den Finger auch an einem anderen Punkt in die Wunde, und da will ich auch gar nicht drum herumreden. Wir haben Richtlinien auf europäischer Ebene, die uns vorgeben, dass wir uns um Efficiency First zu bemühen haben und das in nationales Recht umsetzen müssen. Das haben wir beim Energieeffizienzgesetz jetzt nicht implementieren können, muss man auch ganz klar so sagen, weil es darüber keine Einigkeit gibt. Wir hätten da Vorschläge gehabt. Ja. Hm? Wir hätten da Vorschläge gehabt. Ja, aber ihr habt keine Sitze im Deutschen Bundestag. Ah!
Andere haben Sitze im Deutschen Bundestag, das sind zufällig unsere Koalitionspartner und die sind jetzt heute nicht hier, aber ich will auch nicht für die sprechen, aber die haben da mitunter ein bisschen andere Auffassungen zu und ein bisschen trifft sich das auch mit dem, was ich in der ersten Antwort gesagt habe. Viele Menschen, die sich vorher nicht so viel mit Energieeffizienz befasst haben, haben eben über das, was wir zum Thema Gebäude, gerade Wohngebäude, letztes Jahr viel besprochen haben, erstmals Berührungspunkte dazu gehabt oder haben es, wenn bei ihnen eine Sanierung irgendwo ansteht. Und da haben schon viele so ein bisschen diesen Schaden mitgenommen, zu sagen, habt ihr eigentlich auch die Grenznutzenfragen dabei im Blick? Also hört ihr auch dann auf, irgendwann an der Effizienzschraube zu drehen, wenn der Mitteleinsatz nicht mehr adäquat ist? Wir haben ja mittlerweile auch schon unsere Position in der Koalition geändert, was Gebäudeeffizienzstandard angeht im Neubau, was da erforderlich ist, um eine Förderung zu kriegen und was nicht. Das sind erste Ableitungen, ehrlicherweise, die wir daraus treffen. Was besser funktioniert, wo wir Akzeptanz kriegen, ist, wenn die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht, da, wo sie in der Verantwortung ist. Wenn wir also zuerst an die öffentlichen Gebäude rangehen und uns dort um die Schlechtesten kümmern und zeigen, wie es funktioniert und damit auch für einen Markthochlauf mit sorgen. Und wenn wir über die entsprechenden Klimaschutzverträge eben auch mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten und zeigen, wie das bei energieintensiven Produktionsprozessen laufen kann. Ich will aber auch hier wieder den politischen Punkt markieren. Auch hier geht es wie immer am Ende um Akzeptanz. Mhm. Ich gucke mit großer Bange rüber zu dem, was gerade in Duisburg bei ThyssenKrupp rund um den Stahl passiert. Weil da sind mittlerweile jetzt Milliarden Fördergelder von Bund und Land reingeflossen, um genau bei so einem Use Case zu helfen, Markthochlauf zu ermöglichen, letztlich auch technologisch vorzugeben, wo andere dann in der Welt, in der Stahlproduktion mit den Direktreduktionsanlagen irgendwann stehen können. Wenn dann aber kurze Zeit später aus der Unternehmensführung heraus das Signal kommt, jetzt steigt ein Investor ein und wir machen hier weder eine Standortgarantie, noch eine Arbeitsplatzgarantie, noch eine Tariftreue, dann spricht sich sowas rum. Man muss sich nur umhören, die AfD hat dort in der Region mit genau diesen Themen Wahlkampf gemacht und hat gesagt, das ist ja der Green Deal, viel Geld von eurem Steuergeld und am Ende Mitnahmeeffekte bei Unternehmen und Anteilseignern und nichts für die Leute vor Ort, sondern im Gegenteil. Ja. Das stimmt so vereinfacht nicht, aber das müssen wir dringend politisch im Blick haben. Wenn das Schule macht und sich rumspricht, dann haben wir nichts gekonnt und dann werden wir wirklich in der Rolle rückwärts landen, die du prognostiziert hast. Okay, danke. Danke auch, dass du schon mal die Brücke zur Industrie gelegt hast. Das wäre nämlich jetzt auch direkt mein nächstes Thema gewesen. Aber noch zwei Randbemerkungen. Die Effizienzschraube beim Gebäude hat das letzte Mal 2013 die FDP gedreht. Seitdem sind die Wärmeschutzanforderungen nicht mehr erhöht worden. Das ist leider auch ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Auf die tatsächliche Vorbildrolle der öffentlichen Hand hatten wir heute Vormittag auch immer wieder angekündigt. Setzen wir drauf, dass es endlich kommt. Arbeiten wir dran. Bisher leider nur weiße Salbe. Okay, dann bleiben wir mal bei der Industrie. Da würde ich gerne auch mal so ein bisschen den Blick auch weg von den Energie, also von den emissionsintensiven Prozessen, wie beispielsweise Stahlherstellung lenken, hin zu Wärmeverbrauch, Prozesswärme in der Industrie. Das ist ja auch ein Thema, da wird noch nicht so stark drüber gesprochen. Wir haben es jetzt geschafft, dass mehr über Raumwärme gesprochen wird, aber über Prozesswärme nicht. Das ist übrigens fast genau die gleiche Erdgasmenge. Prozesswärme zu dekarbonisieren. Ne, gibt es unterschiedliche Wege, aber auch der sollte über die Energieeffizienz führen. Gibt es da Vorhaben, die ihr noch seht, die man vielleicht diese Legislaturperiode noch anstoßen könnte? Beispielsweise mal eine Strategie auf den Weg zu bringen. Da sind ja auch Parteien dann gefragt, strategische Vorschläge zu machen, die nicht in der Regierung sind. Also könnt ihr auch aus der Opposition kommen. Wäre das ein Thema, wo ihr zustimmen würdet, das muss angegangen werden? Möchtest du anfangen? Ja, selbstverständlich muss es angegangen werden. Auch bei diesem Thema fangen wir nicht bei Null an. Aber es muss fortgeführt werden. Ich mache zu Wärme eine erste Bemerkung. Wir brauchen eine Verlässlichkeit bei dem KWK-Gesetz. Mhm. Da steht seit langem die Evaluierung an. Das läuft 26 aus. Jetzt kann man sagen, das kann irgendwie die nächste Regierung machen. 26 ist ja in der nächsten Wahlperiode. Es wäre wichtig, dass wir jetzt das Signal bekommen haben, das geht dann weiter, KWK-Wärmenutzung. Und zweitens wäre es sehr sinnvoll, dass wir eine Strategie auf den Weg bringen zu Wärmeprozessen in der Industrie, und zwar eine Strategie der Ermöglichung. Da gibt es nicht die eine Lösung, aber es gibt Regionen, da kann man über Geothermie sehr viel machen. Die ganze Stadt München wird umgestellt auf Wärmeerzeugung, Geothermie, und das ist dann natürlich auch eine Option für die Industrie. Es gibt andere, da kann Biomethan in ländlichen Gebieten genutzt werden.
Es kann punktuell dort, wo Industrie ohnehin Wasserstoffleitungen sind, kann auch da eine entsprechende Nutzung stattfinden. Das heißt, man muss es breit denken und auch da vor allem den Rahmen schaffen, die Dinge ermöglichen und Prozesse in Gang bringen. Okay, Emily Bühning? Ja, also wir haben ja auch im Energieeffizienzgesetz ganz klar gesagt, wir müssen auch gerade die großen Unternehmen müssen ein Umweltmanagementsystem einführen. Es müssen da Strategien, wie auch Abwärme vermieden werden kann, eingeführt werden. Ich glaube, das ist total wichtig, dass dieses klare Zeichen jetzt auch gesetzt ist. Darüber hinaus auch die Frage von Rechenzentren zum Beispiel und die Umnutzung von Abwärme, das ist ja auch im Energieeffizienzgesetz ganz klar der Punkt, dass das zentral ist, dass wir diese Abwärmefrage auch und die Umnutzung von Abwärme, und da gibt es ja auch vor Ort, und da sind wahrscheinlich viele von Ihnen auch hier, auch mit den Stadtwerken schon einige Kooperationsprojekte, wo das auch schon funktioniert. Und ich glaube, da jetzt eben mit diesem Gesetz und mit der Richtlinie, die auch von der EU gekommen ist, da muss es weiter vorangehen und da braucht es diese Umsetzung vor Ort und natürlich auch zentral überall. Also das ganz klar. Wir Schwerpunkt müssen Abwärme. Abwärme und natürlich Schwerpunkt auch Rechenzentren, wo einfach ganz, ganz viel Wärme und wie wir eigentlich diese Wärme ins Energienetz dann auch bekommen und nutzen können. Mhm. Haben wir uns heute auch schon die Hirne drüber zermartert. Wie kriegt man das denn endlich wirklich in die Umsetzung? Weil die Potenziale sind da und wie findet sie Abnehmer? Gibt es ein schönes Projekt bei dir im Wahlkreis, habe ich gehört, Kevin? Ja, gehört auch davon. Okay, was Prozesswärme bei der SPD? Seid ihr da offen, eine Prozesswärmestrategie noch diese Legislaturperiode zu starten? Ja, ich find, man muss ja ehrlich sein bei solchen Gelegenheiten. Wenn's jetzt, wenn sich da die Welt allein um uns drehen würde, würden wir da gerne drüber sprechen. Ich glaube, die beiden sind schon mal dafür auch, ja, aber FDP ist nicht mit am Start, von daher. Aber ja, das ist, also wir haben jetzt noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl und wir haben von dem, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, ja einige Sachen noch nicht in dem Bereich umgesetzt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die stehen... Du hast hier die Checkliste offen, was noch gemacht werden muss, oder? So viel Zeit haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Also das ist schon eine Menge geschafft, aber es kommt ja auch jede Woche was Neues oben mit drauf. Also ich würde ein bisschen auf die Euphoriebremse rauftreten, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Okay, gut. Ich habe hier nämlich hinten, ihr müsst jetzt los zur Abstimmung. Zurück zur Arbeit sozusagen. Danke, dass ihr euch kurz freimachen konntet für die Diskussion. Ich weiß nicht, ob du noch oben bleiben möchtest, wer noch Fragen an Emily Bühning hat. auch. Ansonsten, ich würde einfach sagen, wir machen jetzt nochmal ein schönes Gruppenfoto und dann geht es gleich weiter, oder? Super.